Die Schweizerische Nationalbank hat beschlossen, den Mindestkurs von 1,20 Franken pro Euro per sofort aufzuheben und ihn nicht mehr mit Devisenkäufen durchzusetzen. Die wenigsten haben damit gerechnet, dass die Nationalbank zu dem Zeitpunkt die Euro-Untergrenze bei 1,20 wird aufgeben. Es ist immer mit verzögerten Effekten zu rechnen und die Exportindustrie geht es sehr schlecht. Es wird auch dazu kommen, dass vermutlich die Arbeitslosigkeit in den kommenden Monaten steigen wird. Dabei ist insbesondere eben der Frankenkurs, die weitere Entwicklung, wichtig. Der jetzt einen direkten Einfluss auf die Profitabilität von unserer Branche hat. Nun, am besten geht es der Finanzwirtschaft, also dort hat der Frankenschock nicht sehr viel bewirkt. Ja, der war die Grenze natürlich eingetrübt mit der Frankenaufwertung. Die Aussichten vor allem für die Exporteure sind schlechter geworden und sie haben entsprechend reagiert. Die Stimmung ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man eben denkt, auch, dass der Mindestkurs von 1,20 ja schon in der ersten Krise sehr stark diskutiert worden ist. Also insofern haben natürlich viele Firmen müssen Preisnachlässe machen müssen. Darum sind die Margen so schlecht und sind so in den Keller gegangen. Nun, für dieses Jahr erwarten wir ein Wachstum von 0,8%, für das kommende Jahr von 1,2%. Und die Risiken, dass wir in der negativen Inflation 2015 bleiben, möglicherweise sogar noch etwas länger, die ist eindeutig vorhanden. Das wird eine lange Zeit der niedrigen Zinsen bleiben müssen. Und deshalb die zukünftigen Erträge für den Finanzmarkt werden für den Durchschnittsanleger enttäuschend sein. Es wird wichtig sein, wie die Fed diese erste Zinserhöhung seit über 10 Jahren kommuniziert und wie graduell auch nächstes Jahr weitere Zinsanhebungen sein werden. Das bedeutet für die Finanzmärkte, dass die Rendite steigt, also die Zinsen steigen, auch die Inflation wird wieder steigen. Und das ist ganz klar, das hat ganz negative Wirkungen für die Festverzinslichen. Für die Pensionskassen bedeuten diese niedrigen Zinsen natürlich sehr, sehr niedrige Renditen. Es wird also umso schwerer, die relativ hoch zugesprochenen Renten zu finanzieren. Das ist so die Geschichte, dass wir in der Schweiz da ganz allein einen riesen Zinsschock erleben und der dann jedem Wohneigentümer das Knick bricht. Bislang sind die Überschwappeffekte auch auf den international gehandelten chinesischen Markt eher klein. Ich glaube, die Staatengemeinschaft wird versuchen, Griechenland mit weiterem Geld im Euro zu halten. Die Stimmung ist seit der Einführung der Kapitalverkehrskontrollen am Sonntag deutlich schlechter geworden. Es ist nicht unser Basisszenario, dass es zum Austritt von Griechenland kommt. Überlegen Sie mal, was heute wäre in der Flüchtlingskrise, wenn Griechenland nicht mehr im Euro wäre, sondern destabilisiert. Ja, Gold scheint ein bisschen aus der Mode geraten zu sein unter den Investoren. Und es mag erstaunen, wenn man die ganzen Unsicherheiten momentan auf den Finanzmärkten sieht. Im Bereich der Goldmine, denke ich, hilft im Moment der tiefe Energiepreis, Kostenstrukturen zu verdecken, wo man eigentlich müsste sagen, es sieht nicht so rosig aus. Wir denken, dass die nächsten paar Monate der Ölpreis sich wird stabilisieren auf relativ tiefen Niveaus. Schwellenländer sind im Moment in einer Phase, wo sie sich neu erfinden müssen. Sie haben starke Überinvestitionen gesehen, vor allem auch im Rohstoffbereich. Und kurzfristig ist die Situation eher überkauft, das spricht für Gewinnmitnahmen. Mittel- und langfristig halte ich es allerdings weiterhin für möglich bzw. erwarte weiter steigende Kurse für den SMI. Also SMI 9600 bis Ende Jahr.